Dies ist Johanna Bormann. Sie gehört zu den grausamsten und kaltblütigsten Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkrieges. Sie war als Aufseherin in unter anderem den berüchtigten Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen tätig, wo sie unzählige Menschen misshandelt und ermordet hat. Sie war bekannt dafür, aggressive deutsche Schäferhunde mitzuführen, welche sie ohne mit der Wimper zu zucken auf die hilflosen Häftlinge losließ. Dieses grausame Vorgehen hatte die Spitznamen die Frau mit den Hunden oder das Wiesel eingebracht. Nach dem Krieg wurde Johanna Bormann der Prozess gemacht und aufgrund ihrer schockierenden Taten zum Tode verurteilt. Doch selbst kurz vor ihrer Hinrichtung hat die Frau mit den Hunden keinerlei Reue gezeigt. Falls dir meine Videos gefallen und du dich für die Geschichten von Kriegsverbrechern interessierst, lass doch gerne ein Abo da. Dies hilft meinem Kanal enorm und motiviert mich, weiter Arbeit in YouTube zu stecken. Johanna Bormann wurde am 10. September 1893 in einer Kleinstadt in Ostpreußen geboren. Über ihr Leben, bevor sie KZ-Aufseherin wurde, ist nur sehr wenig bekannt. Sie trat 1938 der SS bei, womit sie bereits 45 Jahre alt war und damit deutlich älter als die meisten anderen Aufseherinnen. Johanna Bormann gab später vor Gericht an, nur des Geldes wegen Aufseherin geworden zu sein, womit man davon ausgehen kann, dass sie bis hierhin ein Leben in bescheidenen Verhältnissen führte. Ihren ersten Job als Aufseherin bekam Bormann 1938 im KZ Lichtenburg, welches als Prototyp der späteren Konzentrations- und Vernichtungslager gilt. Das Konzentrationslager befand sich von 1933 bis 1939 im Schloss Lichtenburg im heutigen Sachsen und gilt als eines der ersten seiner Art. Die Lebensbedingungen der Häftlinge waren von Anfang an schlecht, sodass viele umgekommen sind. Im KZ Lichtenburg wurden viele schreckliche Sachen erprobt, die dann später in anderen Lagern eingesetzt wurden. Beispielsweise soll hier der Prügelbock erfunden worden sein, eine Apparatur aus Holz, auf die der Häftling festgeschnallt und dann geschlagen wurde, was zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Als Johanna Bormann ins KZ Lichtenburg kam, galt dieses schon als völlig marode und wurde übergangsweise in ein Frauenlager umgewandelt. Die schlechten Bedingungen führten 1939 schließlich zur Auflösung des Lagers und Bormann gelang im Zuge dessen in das neu geschaffene KZ Ravensbrück, in welchem sie zum ersten Mal leitende Funktion hatte. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt 132.000 Frauen und Kinder interniert, von denen schätzungsweise 28.000 ums Leben gekommen sind. Die Häftlinge mussten hier unter den unwürdigsten Umständen harte Arbeit ausüben und waren tagtäglich Misshandlungen und Schikanen ausgesetzt. Insbesondere, wenn sie die fast unmöglichen Vorgaben der Lagerverwaltung nicht erfüllen konnten. Johanna Bormann beaufsichtigte mit eiserner Hand Arbeitsgruppen von weiblichen Häftlingen und war dort unter anderem für Küchen- und Außenkommandos tätig. Schon hier soll sie extrem brutal vorgegangen sein und ohne zu hinterfragen die Befehle ihrer Vorgesetzten ausgeführt haben. Im Mai 1943 wurde Johanna Bormann in das berüchtigte Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau versetzt. Hier nahm der Schrecken und Terror, den sie verbreitet hat, ihren Höhepunkt. Und die Frau mit den Hunden sorgte für Angst und Schrecken unter den Häftlingen. Über Auschwitz-Birkenau gibt es unzählige grausame Geschichten zu erzählen. Hier lag das Herz der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie. In Auschwitz wurden schätzungsweise 1,1 Millionen Juden, Sinti und Roma sowie Homosexuelle ermordet. Etwa 900.000 der deportierten Personen wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern getötet. Weitere 200.000 Menschen kamen durch Krankheiten, Unterernährung, Misshandlungen und medizinischen Versuchen zu Tode oder wurden später als zur weiteren Zwangsarbeit untauglich selektiert und ermordet. Trotz ihrer kleinen und zierlichen Statur hatte Johanna Bormann viel Brutalität und Grausamkeit in sich. Sie hat regelmäßig Gefangene geschlagen und misshandelt. Viele von ihnen starben an den Folgen. Johanna Bormann wurde durchwegs von ihren großen und aggressiven Schäferhunden begleitet, die sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Insassen losließ. Es gab kaum eine Aufseherin, die von den Häftlingen so gefürchtet wurde wie sie.
Laut Augenzeugen hatte Bormann viel Spaß daran, ihre Hunde auf sie zu hetzen und ergötzte sich an dem Anblick. Die Insassen nannten sie aufgrund ihrer Gräueltaten das Wiesel oder die Frau mit den Hunden. Mit dem Vorrücken der sowjetischen Truppen nach Auschwitz wurden im Januar 1945 etwa 60.000 Häftlinge von den Aufsehern evakuiert und in Todesmärschen in die westlichen Gebiete getrieben. In Auschwitz blieben nur etwa 7.500 Häftlinge zurück, wobei deren Ermordung nur durch die rasch anrückende Rote Armee verhindert werden konnte. Johanna Bormann leitete einen Todesmarsch in das KZ Bergen-Belsen. Bei den Todesmärschen mussten die frierenden, hungernden und erschöpften Häftlinge pausenlos weiterlaufen. Wer sich hingesetzt hat oder zusammenbrach, wurde von den SS-Wachen erschossen. In Bergen-Belsen angekommen, setzte Johanna Bormann den Terror unvermindert fort und hat auch ihre blutrünstigen Hunde mitgenommen. Eine Insassin berichtete später Folgendes über sie: Eine Freundin von mir war zu krank und schwach, um zu arbeiten. Als Johanna Bormann dies sah, schrie sie sie an, aufzustehen und ihre Arbeit zu verrichten. Meine Freundin war zu schwach, um überhaupt zu antworten, und ich erklärte Bormann, dass sie zu krank sei, um zu arbeiten. Plötzlich schlug sie mir ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht, wobei ich mehrere Zähne verlor. Dann hetzte sie einen ihrer Hunde auf meine Freundin, welche ihr ins Bein biss und durch das ganze Lager zog, bis sie ihr Bewusstsein verlor. Meine Freundin wurde danach auf die Krankenstation gebracht und am nächsten Tag erfuhr ich von ihrem Tod. Am 15. April 1945 wurde das KZ Bergen-Belsen von britischen Truppen befreit, welchen dabei ein schauriger Anblick erwartete. Überall türmten sich die Leichen von Häftlingen und im Lager grassierte eine schlimme Fleckfieberepidemie. Bergen-Belsen wurde zum Symbol für die schlimmsten Gräuel und die unmenschliche Barbarei des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems. Es sind zahlreiche schreckliche Fotos vorhanden, die das Ausmaß der Vernichtung zeigen. Johanna Bormann wurde am 17. April verhaftet und mit dem verbliebenen Lagerpersonal dazu verpflichtet, alle Leichen abzutransportieren und in Massengräbern zu bestatten. Anschließend wurde sie aufgrund ihrer Verbrechen in mehreren Konzentrationslagern im Bergen-Belsen-Prozess angeklagt. Hier leugnete und verharmloste sie ihre Taten, gab beispielsweise an, Häftlinge nie mit Gegenständen geschlagen zu haben. Unzählige Zeugenaussagen beschrieben die Grausamkeiten, die sie mit ihren Hunden begangen hat, wodurch ihr Name große Aufmerksamkeit in der Presse bekam. Unglaublicherweise bestritt Johanna Bormann trotzdem den Einsatz ihrer Hunde und behauptete, diese nur zur Jagd eingesetzt zu haben und die Häftlinge hätten viel mehr mit den Tieren gespielt. Johanna Bormann plädierte vor Beginn der Verhandlung auf nicht schuldig. Das Gericht folgte dem nicht und verurteilte Bormann aufgrund der überwältigenden Anzahl an Beweisen zum Tod durch den Strang. Das Urteil wurde am 13. Dezember 1945 im Zuchthaus Hameln vollstreckt. Sie wurde gemeinsam mit den anderen verurteilten Häftlingen des Bergen-Belsen-Prozesses hingerichtet, wie beispielsweise Irma Grese. Johanna Bormann hat weniger mediale Aufmerksamkeit erregt als andere KZ-Aufseherinnen, wie zum Beispiel Grese. Trotzdem war sie nicht weniger brutal und grausam wie diese. Bis zu ihrem Tod hat die Frau mit den Hunden keinerlei Reue gezeigt. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Dies würde mich und den Kanal sehr unterstützen. Verpasst auch in Zukunft keine Videos, denn es gibt noch viele weitere brisante Stories zu erzählen.